Hey, Leute, ich bin's wieder, der Blacky. Und wir machen wieder ein neues Video von Dragon Ball Z. Ja. Und guck mal, ich bin voll doof. Hier auf Erde haben wir so eine schicke Karte. Da können wir uns hier alles angucken, wo hier was ist. Dann haben wir, wie war das? Dann war Start und dann L. Dann haben wir hier unsere Aufgaben. Hier, rette das Dorf vor den Triceratops und ja, beim Bürgermeister melden. Und den Spionageanfall in der Capsule Corporation müssen wir uns anschauen. Und das machen wir jetzt schnell. Aua. Ja, aua. Das machen wir jetzt. Denn das ist ja gar nicht so schwer. Denn ich hab so. Mir ist nämlich noch in den Kopf gekommen, dass im dritten Stock auch noch was wegen der blauen Karte war. Und da wir die blaue Karte haben, ist ja alles cool. So. Denn hier brauchen wir doch auch irgendwie die blaue Karte. Da hier. Zack. Was? Zugang zum westlichen Turm verweigert. Was? Wie? Was? Ach so, können wir hier denn hier? Ah ja, hier können wir rein. Oh, hier kann man speichern. Speichern wir einfach mal. So. Ein paar Wissenschaftler. Ah, ein Schalter. Da, 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 da. Okay, das heißt, wir können jetzt in den westlichen Turm. Schön. Aua. Aua. So, dann gehen wir doch gleich mal hier lang. So. Was haben wir hier drinne? Noch ein Wissenschaftler. Ich denke mal, ich quatsch einfach mal mit dem. Was machst du denn hier oben? Ich habe mich verlaufen. Wirklich? Was hast du denn da in der Hand? Das hier. Wolf. Geil. Geil. Okay, versuchen wir es nochmal. Was machst du hier oben? Na gut. Ich arbeite für die Pod Corporation, den größten Konkurrenten der Capsule Corporation. Wir haben erfahren, dass die Capsule Corporation eine Kapsel entwickelt, die lebende Organismen enthalten kann. Dieses Geheimnis wollten wir natürlich herausfinden. Also habe ich mich hier als Kapselwissenschaftler angefangen und irgendwie so. Gut, du kommst mit mir. Ich habe herausgefunden, wer die. Aha, hat alles zugegeben. Newman, ich hätte es wissen müssen. Du kommst in den Knast, Ratten. Danke, Piccolo, ich stehe in deiner Schuld. Hier, nimm diese Zugangskarte, Stufe Rot. Damit kommst du in den Zentralcomputerraum. Du hast eine rote Zugangskarte. Okay, das heißt, wir können hier rein. Wow, geil. Was ist das hier? Ah, hier können wir uns die ganzen Daten von den ganzen Leuten angucken. Cool. War hier nicht links auch noch irgendwie eine rote Tür? Nee. Na gut, das war's dann wohl. Hier sind wir jetzt fertig mit der Aufgabe, ne? Ja. Okay. Das heißt, ja, das heißt, ich gehe hier raus. Und wir besuchen den Bürgermeister, denn dann kommen wir weiter in der Story. Ach Mann, ey, das Spiel ist so geil, ey. Ich würde ja auch gerne noch den dritten Teil Boost Fury Let's Playen, denn den habe ich noch nie gespielt und das wäre total geil, blind und alles. Aber naja, das ist ein bisschen doof bei Blind und wenn es Englisch ist, weil das gibt's ja auf Deutsch nicht in der ROM. Und naja, das ist dann schon ein bisschen schwerer für mich, denn ich bin ja ein Deutscher und ich kann zwar gut Englisch, also muss ich wirklich sagen, ich kann einigermaßen gut Englisch. Aber naja, so erstmal quatschen hier. Für außerordentliche Tapferkeit und Mut verleihe ich dir Satan hiermit den Schlüssel zu. Der Kerl hat den Schlüssel geklaut. Halt ihn auf, dieser Mann hat den Stadtschlüssel gestohlen. Satan, tu doch was. Wer, ich? Ich kann nicht. Du kannst nichts tun, warum? Ich war mit den, Haienringen und ein hat mir das Bein gebissen. Kann vor Schmerzen kaum gehen. Au. Komisch, vorhin konntest du noch ganz normal gehen. Die Schmerzen kommen und gehen. Aua. Dummer Mr. Satan, ey. Na gut, dann würde ich sagen, verfolgen wir den komischen Typen, der irgendwie aussieht wie der alte Gus. Ja, Mann, ich bin der alte Gast und alle nennen mich alter Gast, weil ich hier so lange arbeite. Geil. Total hohl, ey. So, wo ist er jetzt? Da. Aua. Boah, ich kann jetzt weitlatschen. Okay, das heißt, er ist westlich raus aus der Stadt. Super. Oh, ich will nicht mit Trunks spielen, der ist cool. So, Gebiet des Kriegsherrn. Hört sich auch geil an. Wache gerade, das alter Mann, Bürger. Ja, okay. Das heißt, ich kann hier lang. Oh, cool, speichern. Möp. Gespeichert. Und los geht's. Oh, die Musik ist geil. Oh, bin ich stark.
Lass mal Karte angucken. Wie sieht's hier aus? Alles klar. Da. Hier, was sind das für Bazooka-Fuzzis? Okay, schwache Bazooka-Fuzzis. Zwei Schläge tot, das ist geil. Eine goldene Kapsel, das kommt da wie gerufen. Ey, du hast eine goldene Kapsel gefunden. Yeah. Okay, wo sind die nächsten Gegner? Hallo, Iris. Wie viel XP krieg ich? Nicht viel. Hallo, du. Bam. Ist hier noch irgendwo was? Außer ein Stein? Außer Essen? Nee. Okay, dann gehe ich weiter. Bam, bam. Okay. So, ab in den nächsten Bereich. So, wie sieht's hier aus? Alles klar. Ich würde sagen, ich gehe mir erstmal unten rechts alles angucken. Obwohl, ich kann mir auch gleich mal den Typen hier angucken. So, was bist du? Gefolgsmann. Armee vom Kriegsherrn. Okay. Alter, Arsch. Du stirbst auch. Voll geil. Bam, bam, bam. Oh, du bist doch auch scheiße. Scheiße. Alter, jetzt schießen die hier alle auf mich. Das ist so fies. Was ist das? Eine Art Magie blockiert diesen Höhleneingang. Wo bin ich denn hier auf der Karte? Okay. Ja gut, ich würde sagen, ich gehe erstmal nochmal nach unten. Aua. Nein. Oh, du Arsch. Ah, Tigermensch. Der mit einem Schlag tot ist. Wie geil. Ah, hier geht's nach rechts. Also würde ich sagen, gehe ich erstmal hier weiter gucken. Ob hier noch was war. Nee, ist nicht. Nix da. Bam, bam. Stirb. Stirb. Wow. Wo bin ich denn hier? Wie sieht's denn hier aus? Okay, wenn ich nur wüsste, wo ich lang muss. Bam, bam, bam. Ich box die alle tot. Lol, jetzt bin ich auch noch am Strand. Eine Kapsel. Geil. So, was ist hier? Der hockt auf dem Steg. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, da oben ist was. Warte mal. Okay, ich glaube, dass ich hier allgemein weiterkomme. Dann würde ich nämlich sagen, ja, hier komme ich nämlich weiter. Bam, 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 bam. So viel Energie, das ist geil. Und dann würde ich sagen, dass ich noch einen anderen Weg gehe. Denn wenn da so eine Flugplattform ist, sag ich mal, Flugplattform, wie bei Banjo-Kazooie, lol. Wenn da sowas ist, dann würde ich sagen, sollte ich mir zuerst das andere Zeug hier alles angucken. Denn da scheint es dann ganz weiter zu gehen. Oh, komm her hier, du Arsch. Mann. Yeah, Peak-Lord Stufe 21. Geil. Wo bin ich hier? Ah, okay. Nein, gibt's ja nicht viel Alternativen. Ja gut, kann ich wieder hier lang gehen. Und dann würde ich sagen, ab zur Plattform. Oder? Obwohl, nee, halt. Doch noch nicht. Geht ja da hinten rechts auch noch lang. Da hinten oben rechts. Irgendwo da. Möp. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Das ist so geil, ey. Vor allem, wie schnell die alle tot sind. Das ist so cool. Ja, komm her, Kumpel. Bam. Was ist das hier? Okay. Da komme ich nicht rein. Aber vielleicht ist hier ja irgendwo noch was. Da ist eine Kapsel. Nice. Aber sonst ist hier nichts mehr, wa? Oh, Mensch. Entführter Mann, danke, dass du mich gerettet hast. Die Männer des Kriegsherrn haben mich hier für lange Zeit festgehalten. Ich habe eine Menge der Gefolgsleute erledigt. Du solltest einen sicheren Weg vorfinden. Geil, eine goldene Kapsel. Nicht schlecht. Aber Leute, ich würde sagen, es ist wieder Zeit, Schluss zu machen für das Video. Und dann sage ich einfach mal, dass es im nächsten Video weitergeht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.